Los Anandromo, die Weltbrüche der Kanten. Aber die Griechen haben einen neuen Weg genommen und der Fluss geht nie zurück, fließt nie zurück. Ja, okay. Viele Freilichter, vielen Dank. Wir danken die deutschen Leute, das deutsche Volk für ihre Unterstützung und Freundschaft. Sonntagmorgen, 13.05.2012. Im Radio gibt Manolis Glessos ein Interview. Bei diesem außergewöhnlichen Mann bin ich in circa 3 Stunden. Das Haus in einem Athener Stadtviertel ist nicht extra abgesichert. Nichts deutet auf den jetzt fast 90-jährigen bekannten Politiker hin. Wir klingeln. Manolis Glessos öffnet die Tür. Er bittet uns hinein. Uns, das ist die Übersetzerin Hera, eine freie Journalistin und die beiden Personen, die uns den Kontakt ermöglicht haben. Manolis Glessos meint, wir sollten doch zuerst einmal Kaffee machen. Sein Wohnzimmer ist voll mit Büchern, Zeitungen und unzähligen Bildern. Es herrscht eine wohlgeordnete Unordnung. Zu Anfang unseres fast 2-stündigen Gespräches überreicht uns Manolis Glessos sein neuestes Buch. Das heißt Schwarzbuch der Besetzung und hat zum Inhalt die jetzt noch ausstehenden Forderungen an Deutschland vom Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Reparationsforderungen. Ich hatte mich auf dieses Gespräch vorbereitet und hatte verschiedene Fragen ausgearbeitet und auch im Vorfeld die Unterschriftenliste kopiert. Die wurde Manolis Glessos überreicht und die Übersetzerin Hera hat dann Manolis Glessos erzählt, dass ich auch längere Zeit auf Naxos war, dort die Initiative, die er ins Leben gerufen hat, in Apirantos auch besucht und auch bewundert hatte. Und meine erste Frage war dann, ob er hat ja sehr lange auch im Gefängnis gesessen, insgesamt 11 Jahre und einige Zeit auch wegen der deutschen Besatzung und den Vorkommnissen. Er hat ja dort die Nazi-Flagge von der Akropolis geholt und ich habe dann meine erste Frage formuliert, ob sich jemals jemand bei ihm entschuldigt hat. Και για τις τιμωρίες που έχετε κάνει. Έχει έρθει ένας Γερμανός να σας ζητήσει συγγνώμη. Είναι μια από τις βασικές του ερωτήσεις. Πολύ. Viele Deutsche haben bei ihm entschuldigt. Er hat viele rührende Sachen zu zeigen und zu erzählen. Und και ότι ο πατέρας του, ο οποίος είναι τώρα 92 χρονών και ο οποίος την εποχή εκείνη που εσείς ήσασταν σε δράση, ο πατέρας... Die Reaktion und die Äußerung Manolis Glessos auf meiner Frage nach einer Entschuldigung zeigt, dass er überhaupt keinen Hass mehr in sich trägt gegenüber den Deutschen. Im Gegenteil, er zeigte uns ein Porträt seines Bruders, der auch zum Ende des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen erschossen worden ist. Und er war sehr stolz und auch er hatte eine aufrichtige Freude daran, dass dieses Porträt ein Deutscher, der auf Naxos lebt und den ich auch zufälligerweise auch kenne, hergestellt hat. Ein Deutscher, ohne ihn zu fragen, Klein Pfeiffer, hat ein altes Bild. Pfeiffer from Naxos. Λέει σε όλο τον κόσμο ότι ένας Γερμανός έκανε αυτό το πράγμα. Er sagt es der ganzen Welt, dass ein Deutscher sowas gemacht hat. Okay. Er war so zufrieden, dass er... Und ich habe das nochmal auf Griechisch gesagt. Gut. Ich habe es auf so eine Ώρα.
Εγώ να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Ναι. Ότι εγώ τα κατανοώ αυτά που λέτε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ότι έχουν μονή με την Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο όμως δεν βρήκαν και ελληνικές κυβερνήσεις. Κάποιοι λένε για... Unten im Bild sieht man auch ganz gut den Schirm, den wir Manolis Glessers geschenkt haben. Den haben wir während unseres Marsches von Patras nach Athen bemalt. Meine zweite Frage war denn zur aktuellen politischen Situation in Griechenland. Ja, heute Wahlen in NRW. Και σήμερα υπάρχουν εκλογές στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Είναι οι εκλογές και εκεί περιμένει από ό,τι άκουσα σήμερα εγώ στις ειδήσεις μεγάλη ήταν η Μέρκελ. Und in Deutschland verfolgen wir ja die Wahlen in Griechenland besonders gespannt. Weil και όλοι στη Γερμανία παρακολουθούν την έκβαση των ελληνικών εκλογών όλοι Linke τους με πολλή αγωνία. Weil wir hoffen, dass die Linke hier in Griechenland noch größer wird. Γιατί πιστεύουν και ελπίζουν ότι η αριστερά μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα μεγαλύτερα, να πάρει ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά. Ja, wie er die Situation einschätzt, ob das wirklich so kommen könnte. Τώρα η ερώτηση είναι εσείς πώς κρίνετε πραγματικά την κατάσταση, αν πραγματικά βλέπετε... Το θέμα είναι να έχουμε προσοχή. Hauptsache ist, dass wir wirklich aufpassen. Es gibt viele Provokationen und da müssen wir vorsichtig sein. Dass wir nicht arrogant werden, also die Linke nicht arrogant werden, wir sind die Sieger und so. Und ganz vernünftig weitergehen. Okay. Die Griechen haben am 6. Mai einen neuen Weg genommen, geschlagen. Ja. Der neue Weg geht weiter, wird weitergehen und wird die Leute zur Macht bringen. Das ist das Ziel, das Endziel. Das dürfen wir nicht vergessen. Όλα τα συντάγματα όλων των χωρών στον πρώτο θεμελιακό κανόνα είναι τα ίδια. Dass alle die ersten Sätze der Verfassungen von allen Ländern, die zwei ersten Sätze, die also wirklich grundsätzlich so sind gleich. Egal, ob das kommunistisch ist oder demokratisch, sozialistisch, egal. Alle sind gleich. Was steht da? Die Macht kommt vom Volk her. Aber die werden für ihn, wie die Verfassung es verschreibt. Ja. Also da, wo du weißt, in seinem Dorf, haben sie ihre eigene Verfassung verfasst. Ja. Grundsatz, also im Grundgesetz steht, alle Mächte kommen vom Volk, gehören dem Volk und werden auch vom Volk, von den Leuten durchgeführt. Das ist seine Vision und nicht nur seine Vision, die Vision der Menschlichkeit. Der hat das da angefangen, in Apirantos, wie du sagst. Da war noch nicht reif, damit das natürlich für die ganze Welt so ist. Aber jetzt ist vielleicht, sind die Verhältnisse schon reif genug, glaubt er. Eine Frage habe ich jetzt dazu, ob nicht die Gefahr besteht, dass ähnlich wie 1967... Die Gefahr, was? Die Gefahr besteht, dass ähnlich wie 1967 das Militär denn praktisch eingreift. Du hast immer Angst, aber συνέχεια μου γράφει όλο αυτό τον καιρό και τώρα είναι το ερώτημά του, γιατί είναι ο φόβος του. Αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος στον αέρα, να ξαναέχουμε μια δικτατορία όπως το 67.
Okay. Auf keinen Fall. Okay. Das glaube ich auch. Ja. Das sagt er folgendes. Κάτι είπανε, γράψανε. Και βγήκα και έκανα δηλώσεις αμέσως. Jemand hat was geschrieben und sofort hat er das gesagt, eine Antwort gegeben. Ο στρατός και η αστυνομία δεν πρόκειται να υπηρετήσουν ξανά τις ξένες δυνάμεις. Θα είναι στο πλευρό του λαού. Das sowohl Polizei als auch Armee, also ja, werden nie wieder gegen, also werden nie wieder mit den anderen Mächten von draußen mitarbeiten, sondern werden sie an der Seite der Regierung, der Leute stehen. Ja. Δεν το δείχνουν βέβαια. Και αμέσως οι απόστρατοι αξιωματικοί που έχουν οργάνωση βγήκαν και είπαν σε καμιά περίπτωση δεν θα σταθούμε εναντίον του λαού. Und die Ex, nicht Soldaten, die höheren Offiziere und so, haben sofort darauf reagiert und haben gesagt, nein, niemals. Okay. Keine Hilfe von den Staaten, nur von den Leuten, Unterstützung von den Leuten, so genau so, was ihr auch gemacht habt. Eine weitere Frage war von mir, wie er zu den Hilfen für Griechenland steht. Und er betont, dass er praktisch nur damit einverstanden ist, wenn diese Hilfe dem Volk direkt zur Verfügung gestellt wird. 2500 Jahren hat es deutlich gesagt, finanzielle Unterstützungen, Darlehen machen die Leute zu Sklaven. Ja, genau. Es gibt 5 Wege, die uns zur Lösung führen. Und auf keinen Fall Retter und Unterstützer, also staatlichen. Και ιδιαίτερα από το κουκλί. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και το δείγματα γραφής, ας πούμε. Und hauptsächlich nicht von Wucherer. Εδώ θέλω να σας πω κάτι, να το μεταφράσει για να πάνε τη μόση και το δικό. Εδώ έχει αλλάξει ο ρόλος του χρήματος. Το χρήμα εφευρέθηκε σε αυτόν τον τόπο, στην Αίγινα, ως μέσον ανταλλαγής αξιών. Το ίδιο το χρήμα δεν δημιουργεί αξίες. Ο εργαζόμενος δημιουργεί αξίες. Όταν λοιπόν πας στην τράπεζα και βλέπεις μία μετοχή και έχει τώρα 100 μονάδες αξία και ύστερα από ένα λεπτό πάει 110, δεν σημαίνει ότι παρήχθησα αγαθά αξίας 10 μονάδων παραπάνω. Αυτό είναι φούσκα. Όταν λοιπόν διωγγώνεται αυτό, δημιουργείται μία κρίση στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και καλούνται οι λαοί να πληρώσουν την κρίση που δεν προκάλεσαν ήδη. Έτσι, ο ελληνικός λαός, χωρίς να έχει προκαλέσει καμία κρίση, χωρίς να έχει δημιουργήσει κρίση, χωρίς να τροφοδοτεί την κρίση, του πήραν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και θα δώσανε στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο που εκείνο δημιουργήσε την κρίση. Say that a little bit in English, for Kia, a little bit, because she understood some, but not. Also, der hat gesagt. Well, just tell me all of it. Das Problem ist. I come on my phone, Lenica. Sorry. Yeah. Also, das Geld wurde hier in Griechenland erfunden. Tauschmittel. Austauschmittel. Du machst das, ich gebe dir das. Aber im Laufe der Jahre hat das Geld seinen Eigentum verloren. Und das hat eigentlich keinen Wert. Der sagt, dass der Wert ist der Mensch. Und er sagt zum Beispiel, man hat eine Aktie, die kostet jetzt 1000 Euro. Und in 10 Minuten kostet 1.100. Das heißt nicht, dass ein Wert da gestiegen ist. Und, das sagt, und dann ist so eine Blase. Und wenn diese Blase macht sich vergrößert und vergrößert, kommt zu einer Krise, also monetarische Krise. Und da kommen, da müssen die Leute diese Krise, für diese Krise
zahlen. Genauso wie Griechenland hat keine Schulden verursacht und jetzt ist da, steht da und müssen wir also das alles bezahlen. Bei diesem Gespräch nahm ein Thema einen großen Raum ein, und zwar die nicht bisher geleisteten Reparationszahlungen von Deutschland an Griechenland. Manolis Glessos kämpft schon seit langem dazu, dass diese Zahlungen geleistet werden. Unabhängige Gerichte haben schon die Summen festgelegt, aber bisher ist von deutscher Seite nichts in dem Maße an Geld geflossen. Er fordert dies nochmal eindringlich ein und hat auch zu diesem Thema ein neues Buch herausgebracht, das auch in Griechisch und in Deutsch veröffentlicht worden ist. Das ist im Jahre 2012 und nennt sich das Schwarzbuch der Besetzung. Es geht im Grunde genommen darum, dass die deutschen Truppen in Griechenland eingefallen sind, sich dort auch mit Reichsmark und dergleichen Zahlungsmitteln praktisch innerhalb des griechischen Staates bereichert haben. Dieses Geld war absolut null wert und dadurch ist im Laufe der Zeit dem griechischen Staat einen immensen Schaden entstanden. Ganz zu schweigen von den von den materiellen Schäden, die auch angerichtet wurden, indem Bodenschätze oder materielle Dinge wie Kupfer und so weiter außer Landes gebracht worden sind. Die deutsche Armee hat darüber hinaus auch immateriellen Schaden angerichtet, vor allen Dingen auch in Kreta, aber auch in anderen Landesteilen wurde die Bevölkerung drangsaliert und es kamen auch Erschießungen ans Tageslicht, die praktisch erst im Nachhinein bekannt wurden. Da wurde nie drüber eingehend gesprochen, sondern das wurde alles dem griechischen Volk auferlegt und Manolis Glessos steht heute auf dem Standpunkt, dass diese Zahlungen geleistet werden müssen. Er sieht eine Möglichkeit, zum Beispiel, dass diese Zahlungen direkt dem griechischen Volk zur Verfügung gestellt wird. Als Beispiel nannte er, dass Studenten, die in Deutschland studieren, zum Beispiel von den Studiengebühren befreit werden. Er will nicht unbedingt einen Keil jetzt zwischen dem deutschen und dem griechischen Volk treiben, sondern er ist um einen Ausgleich bemüht und er weiß auch, dass dieses Thema ein heikles Thema ist, aber alle Staaten sind entschädigt worden, nur Griechenland nicht. Und er wird auch weiterhin dafür kämpfen, dass diese Zahlungen irgendwann auch einmal geleistet werden. Ich habe dieses Thema im Anhang angefügt. Es ist, jeder kann sich dort noch einmal ein Bild machen, aber es ist auch sehr empfehlenswert, das dazu gehören. Er fragt, ob du natürlich auch einverstanden wärst, oder wir sind, über die deutsche Reparationen zu sprechen. Ja, klar. Physica. Also? 1995. Also der war eingeladen von deutschen Freunden nach Hannover zu fahren. Για να κουβεντιάσουμε για θέματα περιβαλλοντικά. Über Umweltprobleme und so zu sprechen. Για θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική. Politik. Natürlich auch. Und Philosophie. Das war der Grund der Einladung. Ja. Mhm.
Ευχαριστώ να έρθω. Να του ευχαριστούμε γερμανικά. Το πρόγραμμα θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Αλλά das war seine Voraussetzung war, ja natürlich mache ich mit. Aber Voraussetzung, nur einen Tag müssen wir auch über dieses heiße Thema sprechen. Gut. Einverstanden waren Sie. Und vor einem deutschen Publikum hat er die ganze Geschichte erzählt. Und die waren zufrieden und einverstanden von dem, was sie gehört haben, das deutsche Publikum. Ja. Das wurde überall bekannt in Deutschland, was durch Fernsehen und Fernsehen und Zeitungen wurde bekannt. Όταν γύρισα στα Περάθου, στο χωριό μου, πήρα τηλεφώνημα από την εφημερίδα Die Zeit να γράψω ένα άρθρο. Und als er zurückkam, hat er dann ein Telefonat von der Zeit bekommen, die Zeitung Zeit, dass er sollte einen Artikel dazu schreiben. Und er sollte das wiederholen, was er in Deutschland gesagt hat, in Hannover. Und absichtlich hat er seinen Artikel keinen Titel gegeben, absichtlich. Und sie haben den Titel, also die Zeit, die Zeitung hat den Titel gefunden. Und ein Unrecht, das so bald wie möglich werden muss. Ja. Sie haben also den Titel, er hat die Zeitung bei sich. Die Zeit, legt die Zeit. Και θα φέρει τη Zeit τώρα να μας το δείξει. Και βάλαν αυτή τον τίτλο. Να κρατήσει την ημερομηνία, να το ζητήσει από τον Die Zeit το ίδιο. Αχα, das kann ich dir nicht geben, weil er keine Fotokopie. Du kannst das schreiben und dann finden. Finden, im Netz. Einfach im Netz. Ja, du kannst das sehen und dann... Kann, ja. Okay. Zu deinem Leben kannst du das nicht geben. Zwei Themen wurden da notiert. Was und warum sie, also, sie, also wie das deutsche Land uns Geld schuldig ist. Ein Thema. Und das zweite Thema war, wie diese Auszahlung gemacht werden sollte, müsste. Nach einem Krieg gibt es natürlich Folgen. Das ist ja selbstverständlich. Aber wir sprechen nicht darüber. Επίσης, εάν ένας στρατός καταλάβει μια χώρα, αυτά που θα καταλάβει που έχουν σχέση με πολεμικό υλικό, εργοστάσια παρασκευής όπλων πολεμικών, πυρίτιδες, πυρομαχικών, είναι γεία πολέμου. Ούτε για αυτά έχουν σχέση. Und natürlich ist es auch selbstverständlich, wenn der eine gewinnt, sie sicher ist, es ist selbstverständlich, dass er alles zu sich nimmt, was er besetzt hat, zum Beispiel die Fabriken, Waffenfabriken und alles Mögliche, die mit dem Krieg zu tun haben. Das ist selbstverständlich und darüber ist auch nicht die Rede. Davon ist auch nicht die Rede. Hier sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Είναι για την οικονομία της χώρας η καταστροφή που έκανε η Wehrmacht. Das ist, das geht die Katastrophe der Wirtschaft. Ja.
wo die, wo, ja, wo die, die Wehrmacht zuständig ist. Ja. Das die, die griechische Wirtschaft. Und das haben wir nicht gerechnet, sondern das hat also gerechnet eine internationale Komitee, στη Γαλλία μου είπατε, in Paris, 1946. Alliance. Und das haben alle zusammen die Allianten, also mitkalkuliert. Und da steht alles sowieso im Buch. Jetzt sehr zusammengefasst. Ja. Όταν ήρθε ο στρατός ο Γερμανικός στην Ελλάδα, από πίσω ακολουθούσαν οι οικονομολόγοι, οι Γερμανοί, η Οικονομική Επιτροπή και έκαναν τα παρακάτω. Also, mit den deutschen Truppen, also den deutschen Truppen, folgten Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomologen, also eine ganze Gruppe von diesen Wissenschaftlern, die das Folgende machten. Was haben sie gemacht? Erstens. Όλες οι επιχειρήσεις οι ιδιωτικές και οι κρατικές και οι τράπεζες κτλ. Το 51% των μετοχών περνάει αμέσως στο γερμανικό κράτος. Also, sofort. 51% alle Aktien von, sowohl von privat als auch von öffentlichen Firmen, Banken und so weiter bekommt Deutschland. Ja. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun. Hat also die Wirtschaft in ihre Hände genommen. Ja. Auf einmal. Das verlangen wir zurück. Ja. Und nicht, was der Krieg verursacht hat. Ganz einfach. Ja. Und eins. Erste. Das war das Erste. Zweitens. Όπως ξέρετε, στη Χάγη συνέρχονταν τα κράτη, ανθρωπιστικές οργανώσεις και προσπαθούσαν να φτιάξουν διεθνείς συμβάσεις που λέγανε πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά των κρατών μεταξύ τους στον πόλεμο. Also in Den Haag treffen sich immer und trafen sich immer so Komitees und verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, um einen Weg zu finden, um einen Pakt zu finden, wie die Länder während eines Krieges verhalten sollten. Für Menschenrechte und so weiter. Ich habe beschlossen. Sie haben sich entschieden, 1887, dass wenn ein Land das andere besiegt, das Land, da kommt zum ersten Mal das Wort Volk, sagt er, das Volk der besiegten Land, ist gezwungen, ist verpflichtet, die Armee, der Besatzungsarmee zu ernähren. Ja, das war in Arthur auch. 1907 aber die Menschenorganisationen, Menschenrechte und so haben etwas, haben also dazu gekommen, eine neue Phrase dazu zu sagen. Ja. Welche? Εάν δύναται. Υποχρεούται ο στρατός, ο λαός, ο κατεχόμενος, να διατρέφει το στρατό κατοχής. Εάν δύναται. Also, wir haben nur ein Sätzchen dazu gesagt. Ja, alles, aber nur, wenn das Volk das machen kann. Ja. Das war die Voraussetzung. Ja. Und jetzt, was passiert hier in Griechenland? Bekamen 500.000 germanikos stratos του von Liszt. Του Wilhelm von Liszt.
Also der Mann, der Griechenland besetzt hat, war von Liszt. Mit ihm kamen 500.000 Soldaten. Soldaten, ja. 250.000 ja. Italiener ja. Und 60.000 und bulgarische Soldaten. Was ist 810 ja. Soldaten. Sag mal, ich habe auf Arte, den Sender, hatte ein ganz langes ARD. Interview. Arte. Arte? Arte ist ein französischer Sender. Ah, ich belese mir senegalico Kanal Arte. Άκουσε. Α, σας άκουσε που εξηγούσατε, είχατε πει περί αυτών των πραγμάτων. Και θέλει τώρα να στα πει προσωπικά. Persönlich. Μπορούσε να διατρέψει 810.000. War das möglich, ein armes Griechenland so viele Leute zu ernähren? Όχι. Αλλά όχι μόνο αυτό τώρα. Aber nicht nur das. Υποχρεώθηκε επίσης να διατρέψει και το Africa Corps. Das war ausnahmsweise Griechenland. So. Also nur Griechenland war verpflichtet, auch die Armee von Rommel in Afrika zu ernähren. Das war eine Ausnahme, eine ungerechte natürliche Ausnahme. Noch dazu also. Das deutsche, also die deutsche Leute ja, sind, lieben die Legalität, ja. Sind typisch. Sie wollen nach den Gesetzen, also sie wollen den Gesetzen folgen. Ja. Und die internationalen Gesetze natürlich. Ja. Wie ist das möglich? Wenn Griechenland das nicht machen konnte, dass man das verlangte. Ja. Sie haben also ein neues Trick gefunden. Ό,τι ξεπερνάει τα ποσά τα οποία δίνει ο ελληνικός λαός, ο κατεχόμενος, για τη διατροφή, ξεπερνάει το εκείνο το εάν δυνατέ, μετατρέπονται σε αναγκαστικό δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Καταπληκτικά. Also, Sie haben also dies gefunden. Wenn die Summe, die für die Ernährung ist, das Können, die Möglichkeit des Landes übersteigt, ja, dann ist dieses Land verpflichtet, ein Darlehen an die Armee zu geben. Und so ist diese Zwangsdarlehen erstanden. Όταν ήσουν παραπάνω από το αυτό που είχε υπολογιστεί ο Μακ. Όλοι τους. Alle Soldaten hatten das. Όλοι. Alle. Πήγαιναν στα περίπτερα, στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα καταστήματα, αγοράζανε με αυτό το. Sie gingen damit überall, sie kauften alles, was sie wollten. Τους είχαν πει ένα μάρκο, μία δραχμή. Ein Mark, ein Drachma. Okay. Und sie konnten alles kaufen. Ελληνικός λαός μπορεί να ξέρει λίγα λατινικά, αλλά εδώ είναι. Also die Griechen konnten zwar die lateinische Schrift lesen, aber es ist gotisch geschrieben. Sie konnten nicht verstehen. Also die Griechen haben nur 50 gelesen. Ja. Sie gingen zur Bank, die Griechen. Sagen, was soll das, was ist das? Ich will griechisches Geld haben. Und die Bankangestellten und sie haben versucht zu sehen, an welche Bank das gehört.
Es gibt keinen Namen, kein Bankname der eines Bank. Nur eine Anstalt. Credit Kassenschein. Nur das steht drauf. Kratiko, ja. Idrima. Nur das. Credit Kassenschein. Anlegen Sie die Kataloge. Sie machen Ihre Kataloge auf, von Bankkataloge? Es gibt nicht. Κοιτάζουν ένα γνήσιο γερμανικό χαρτονόμισμα, γι' αυτό το έχουν το γνήσιο. Sie sehen dann das, das eigentlich, den eigentlichen deutschen Schein von damals. Έχει υπογραφεί. Das ist Deutschlandschein. Ποιος το έχει εκδώσει. Da ist unterschrieben, wer das herausgegeben hat. Ποιος το έχει εκδώσει. Είτε υπουργός οικονομικών γίνεται, είτε... Also Wirtschaftsminister oder... Εδώ δεν υπάρχει. Und da steht er, aber da steht kein Unterschrift, da steht nicht. Also das ist nicht gültig. Ja. Aber in Akiro. In der Plasto. Ja. In der Plasto. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει μονάχα ένα κόκκινο νούμερο. Es gibt nur eine rote Ziffer da. Που είναι ο αύξον αριθμός του συγκεκριμένου χαρτονομίσματος. Okay, das ist also einfach diese Anzahl von diesen gewissen, damit sie wissen, wie viel sie haben. Also die Deutschen haben praktisch mit wertlosem Geld in Griechenland eingekauft. Genau. Ja. Genau, das ist die Hauptsache. Und da wurden die Leute beraubt eigentlich. Ja. Das steht nirgendwo, sagt er. Ja. Ήταν μία μορφή ληστείας. Υπάρχει και μία δεύτερη μορφή ληστείας. Aber es gibt, das war eine Art von Berauben. Ja. Aber es gibt noch eine zweite Phase. Πήγαινε στο περίπτερο, ο Γερμανός στρατιώτης. Έλεγε, δώσ' μου ένα πακέτο τσιγάρο. Το πακέτο τσιγάρο έκανε 6 δραχμές. Και έπαιρνε και ρέστα. Also, der Soldat ging zum Kiosk. Ein Paket Zigaretten. Okay, Packung. Was kostet? 6 Drachmen. Der gab das und geht zurück. Genau. Και έγινε ένα καταπληκτικό γεγονός που το γράφουν όλοι οι Έλληνες συγγραφείς γιατί έγινε πασίγνωση. Und es gab damals eine ganz bestimmte, also Ereignis, und alle griechischen Schriftsteller erwähnen das, weil das so bekannt war. Μπαίνει σε ένα κουρίο ένας Γερμανός στρατιώτης να ξυριστεί. Also geht so ein Pape, also sich zu rasieren, ein deutscher Soldat, so ein Friseur, Barbier, Μόλις ξυρίσει και τραβάει το πενιντάρι να πληρώσει. Und nachdem fertig war, nimmt sein 50er und will bezahlen. Und der Barbier hat gesagt, nein, das ist umsonst, bitte geh weg. Warum? Nicht, dass ich ihn rasiert habe und dazu auch bezahlen muss, hat der Barbier gesagt. Ja, Physiker. Καταλαβαίνεις. Να το πληρώσω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για βοήθεια. Και υπάρχει και τρίτο, τρίτη μορφή κλοπής. Dritte Art von Berauben. Also χαρτονόμισμα μιλάμε. Wieder mit diesem 50er. Όταν εζήτησαν η κυβέρνηση της συνεργασίας, Κοτσουλάκο, ήταν, κυκλοφορούσαν στην αγορά το ελληνικό χαρτονόμισμα, το γερμανικό το γνήσι, το γερμανικό το πλαστό, η ιταλική λίρα, το μεντιτεράνεα δράκμα, που ήταν ένα παρόμοιο με αυτό, αλλά δεν ήταν πλαστό εκείνο, το λέβα το βουλγαρικό και το αλβανικό χαρτονόμισμα, 7 χαρτονόμισμα. Also damals gab es 5 Währungen. Also das Aal, das Griechische, das Mediterrane, das italienische Lira und das Bulgarische und Albanische auch, die albanische Währung auch. Ja, για λόγους εντελώς μηχανικούς, είπε η κυβέρνηση Λαβούρου, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Und die Regierung, die gearbeitet hat mit den Deutschen von Zollakulu, hat gesagt, okay, das kann nicht weitergehen. Wir können nicht 7 Währungen haben.
Und deswegen, bitte ich Sie, das zurückzuziehen. Und Altenburg? Ja, nachdem sie das kauft. Wir kaufen. Und, und die Regierung hat, wie viel bezahlt? 340.000 χρυσές λίρες Anglias, για να αποσυρθεί το πλαστό χαρτονόμιο. Damit sie das also wegnehmen, hat die griechische Regierung 340.000 goldene Lira ja. bezahlt, damit diese Währung verschwindet. Weg, ja. Denkt daran. Was soll das heißen jetzt? Englische Lehren. Also es wird gesagt, dass die Deutschen auch das Gold der Banken ja. genommen haben. Das ist nicht wahr, sagt er. Το χρυσόλο τον είχε πάρει η κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου μαζί με την τροπή της και είχε φύγει από την Ελλάδα. Gold gab es sowieso nicht, weil die Ex-Regierung von 4. August, also Metaxas, ja, hat Gold und μαζί με την τροπή της. mit Schande und weg. Und die waren weg von Griechenland. Also die Deutschen haben kein Gold gefunden. Aber sie haben das anderes gefunden. Silberne Münzen haben sie gefunden. Also Münzen aus Nickel. Sie haben das alles geschmolzen. Und sie haben 77 Tonnen Kupfer daraus bekommen. 19 Tonnen Nickelium. 9,5 Tonnen Silber. Aber ganz legal. Sie haben und sie haben 104 goldene Pounds dafür bezahlt. Also zusammen. Und 10 und Zink und alles. 340.000 χρυσές για το ψεύτικο χαρτί και 104 μονάχα. Also das kannst du verstehen. Also ja, diesen, ja, ja. Das Verhältnis. Ein Beispiel. Άλλος τρόπος. Ήταν η περίφημη δεκάτη. Es gab die berühmte Zehnte. Όπως οι Τούρκοι. Wie die Türken. Το 10% της αγροτικής παραγωγής περνούν στα χέρια των Τούρκων. Το 10% της αγροτικής παραγωγής στα χέρια των Γερμανών. Also genauso wie bei den Türken, 10% der Landwirtschaft ging zu den Türken, also beziehungsweise den der Deutschen. Να επανέλθουμε τώρα στο Παρίσι. Und jetzt zurück zu Paris. Η διάσκεψη των Παρισίων λέει, έλα εδώ, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, οι χώρες του άξονα, κατακτήσατε την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία, also in Paris wieder kommt diese Länder, die mit den Deutschen yeah. waren. Πρέπει να πληρώσετε σε κάθε χώρα αυτό. Ihr müsst diese Beschädigungen zahlen an jedes, an jedes Land. Ja, Griechenland hat eine große Summe verlangt. 14 Billionen Billionen Dollar 1938. Jetzt zurück nach Hannover.
was hat er damals gesagt und die Leute so beeindruckt hat. Wir wollen nicht Deutschland an den Nagel halten und sagen, jetzt musst du bezahlen. Nein, das wollen wir nicht. Was schlagen wir vor? Όλες οι γερμανικές επιχειρήσεις, οι γερμανικές εταιρείες δηλαδή, που έχουν κάνει έργα στην Ελλάδα, αντί να τους πληρώσουμε εμείς, να τους πληρώσει το γερμανικό δημόσιο έναντι του χρέους που έχει απέναντι στην Ελλάδα. Also, was als Vorschlag, alle deutsche Firmen, die hier in Griechenland tätig waren, während Olympiade und so, und alle großen Werke gemacht haben, anstatt dass sie von uns bezahlt werden, die sollten vom deutschen Staat bezahlt werden als eine erste Rate. Ja. Ist das so ungerecht? Ist das ein Zwang? Mit jeder, ja, also Deutschland könnte mit jeder Firma so eine. Welche Firma war, ne? Φίλε, αλλά λέει για ποιες, λέω ότι είναι πολλές, αλλά λέει για ποιες περίπου εταιρείες μιλάτε, πιστεύω ότι Hochtief και όλες αυτές. Εγκάλ, welches gibt viele. Και ένα δεύτερο. Und zweitens. Δεν έχουμε κανένα μίσος εναντίον του γερμανικού λαού. Wir haben nichts gegen, keinen Hass, nichts gegen die deutsche Leute, das deutsche Volk. Και γι' αυτό προτείνουμε. Und deswegen schlagen wir vor. Όσα Ελληνόπουλα θέλουν να σπουδάσουν εδώ στη Γερμανία, από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο, και όσοι επιστήμονες θέλουν να σπουδάσουν εδώ στη Γερμανία. Εδώ στην Ελλάδα εννοείται. Στη Γερμανία, όχι, ανώδερο τα λέω τώρα. Α, λέτε, ναι, συγγνώμη. Εγώ είμαι γέρος. Εγώ είμαι εξαρτιά όμως. Λοιπόν, στο ανώδερο τα λέω. Λέω. Όποιοι θέλουν να σπουδάσουν εδώ, ναι, ναι. Να σπουδάσουν, να έρθουν εδώ στη Γερμανία να σπουδάσουν. Και όσοι επιστήμονες θα θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές να έρθουν εδώ και τα έξοδα παραμονής, διατροφής, σπουδών να τα αναλάβει το γερμανικό δημόσιο. Und ein zweiter Vorschlag hat damals gesagt, alle Grieche, Jugendliche, Griechen, die in Deutschland studieren wollen, entweder an Schulen oder Universität und so weiter, für Verpflegung und Wohnung und Unterbringung sollte das deutsche, also der deutsche Staat zahlen, war sein zweiter Vorschlag damals. Wenn wir einen Hass hätten, wollten wir sowas haben? Nein, wir wollen, dass unsere Kinder auch diese Kultur bekommen, dort studieren und so weiter. Aber wir betonen, auch eine Mark, wenn ein Deutschland nur noch ein Mark schuldig wäre, muss sie das zurückzahlen. Als, μισό λεπτό να θυμηθώ την εγγύηση, την εγγύηση als Garantie. Ότι στο μέλλον δεν θα ξανακάνουν το ίδιο. Dass sie in der Zukunft sowas nie wieder machen. Okay. Γιατί μας χρωστάει και από τον πρόθυμο. Weil sie auch von der ersten, also die Deutschen, der deutsche Staat schon vom Ersten Weltkrieg uns Geld schuldig ist. Damals hat er nicht bezahlt. Und sie glauben, dass auch die von dem Zweiten Weltkrieg nicht zahlen können. Glauben sie, sagte er. Das ist ein Irrtum. Sie verirren sich, wenn man glaubt, dass sowas vergessen wird, also weggestrichen wird. Das Verbrechen gegen die Menschheit wird nie vergessen und weggestrichen. Και επειδή ως τώρα η Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση δηλαδή συμπεριφερόταν έτσι απέναντι στην Ελλάδα, τον περασμένο χρόνο βάλαμε ένα. Und weil all diese Jahre in Deutschland irgendwie so, also der Staat, die Regierungen so verhalten haben, haben sie letztes Jahr eine Voraussetzung gestellt. Θα κηρύξουμε μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα.
verstanden. Sie haben gesagt, dass wenn Deutschland bis Ende Kaibame 23. Oktober 2011 nicht mit uns verhandeln will, darüber verhandeln ja. will, dann werden wir die deutschen Produkte boykottieren. Ja. Und jetzt sagt er uns, wir sollen das jetzt ganz klar vor unsere Augen ziehen. Ja. Wir hatten keinen anderen Weg. Ja. Και γι' αυτό είπαμε στον ελληνικό λαό, εάν συμφωνείς ελληνικέ λαέ, προτείνουμε να κάνεις μποϊκοτ. Yeah. Δεν deswegen, αποφασίζουμε mm-hmm. εμείς και σου λέμε να κάνεις. Und deswegen, weil wir sonst keinen anderen Weg, keinen anderen Fahrer yeah. haben, haben wir, schlagen wir den, den griechischen Leuten, also wir verlangen das nicht. Ja. Schlagen das vor. Wenn, schlagen vor, wenn sie damit einverstanden sind, sind auch die deutschen Produkte zu boykottieren, ganz freiwillig, weil wir sonst nichts zu tun haben. Ja. Bis jetzt haben alle juristischen Unionen Griechenlands ja. Positiv geantwortet. Ja, und sie rufen ihre Mitglieder ja. auf, mitzumachen. Και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών. Also alle Unionen und Ärzte und Wissen und so. Σημειώνω ο ιατρικός σύλλογος που είναι ο πιο σημαντικός. Σημειώνω ο ιατρικός σύλλογος που είναι ο πιο σημαντικός. Und der medizinische Verein ist einer der wichtigsten wissenschaftlichen Vereine. Und die sind auch einverstanden. Ήδη γνωρίζουμε ότι έχει επίδραση αυτό. Man weiß schon, dass doch einen Effekt gemacht hat, also dass die Exporte Griechenland zu Griechenland, Deutschland zu Griechenland so einen Rückgang haben. Το κρύβουν. Aber man verheimlicht das, ja. man sagt okay. das nicht. Αλλά θα το υποστούν. Aber das werden die Deutschen schon sehen. Ja. Θέλω εδώ να σημειώσω ένα σημαντικό γεγονός που θα το δείτε στο βιβλίο. Δώσουμε το βιβλίο. Στην τελευταία σελίδα, letzte Seite des Buches, παραθέτω μερικά νούμερα. Gibt einige Zahlen. Stehen einige Zahlen. Λοιπόν, το μοναδικό έθνος στον κόσμο, από τότε που άρχισε ο πόλεμος και που τελείωσε, Wir sind die einzige Nation, die nach dem Krieg, von Anfang des Krieges bis jetzt kleinere, also weniger Einwohner hat. Ja. Wir sind die einzigen. Am Anfang des Krieges in Griechenland 7 Millionen war das, 344.000. Am Ende 6 Millionen 800.000. Kein anderes Land, sagte er, in der Welt. Und er sagte ja auch so noch was, was ich vielleicht nicht weiß. 1943 ja. in Yalta waren die drei sind Yalta. Ja, also der Krieg war ja. irgendwie, man wusste, was geht. Daraus kommt. Ja, ja. ja. Nee. Was haben Sie da also gesagt damit? Keine Kolonien mehr, Demokratie ja. um die Welt. Ja, Freiheit für die ganze Welt. Und in 15 Tagen haben Sie eine Antwort von Goebbels bekommen. Mit einem Artikel in einem Blatt, das Reich. Da hat er etwas veröffentlicht. Februar 1943, er hat das veröffentlicht in dieser Das Reich ja. hieß die Zeitung. Du musst das auch notieren, das zu finden. Ein großer, ziemlich ja. längerer Artikel ja. mit dem Titel
Θα το πω γερμανικά, μπορεί να κάνω λάθος. Sagt er auf Deutsch. Ja. Das Jahre 2000. Το έτος 2000 war der Titel von Goebbels Artikel. Das Zeitung 2000. Nein, das Jahr 2000. Τι γράφει, τι λέει. Was steht da? Όσα είπαν οι Φαφλατάδες στη Γιάλτα. Alles, was die Leute da in Yalta gesagt haben über Demokratie und Freiheit, wird nie verwirklicht. Das ist alles Quatsch. Wir werden sie besiegen. Ja. Und tatsächlich 2000, im Jahre 2000 in Europa und in Europa im Jahre 2000 wird nur die deutsche Kultur und Zivilisation herrschen. Hat 1943 Goebbels in seinem Artikel also der hat nur 10 Jahre der ist ein Prophet. Ein Prophet ist er, ne? Μάλλον ήξερε πολύ καλά τα γεγονότα. Und natürlich die deutsche durch Frau Merkel. Die Originalaufnahmen zu diesem Film sind 2 Stunden lang. Ich habe diesen Film jetzt sehr gekürzt und wer möchte, kann sich an mich wenden und kann die gesamte Aufzeichnung bekommen. Dieser Film entstand ja im Rahmen des Marsches nach Athen, der praktisch im Mai seinen Anfang nahm und nach 320 Kilometern von Patras in Athen endete. Es war eine großartige Erfahrung und ein besonderes Highlight war natürlich der Besuch bei Manolis Glessos. Wer mehr Informationen über diese herausragende Persönlichkeit haben möchte, der kann im Internet auf vielfältige Quellen stoßen. Nichtsdestotrotz kann man mich auch jederzeit mailen oder anrufen. Ich bin auch gerne bereit, weitere Infos zu geben. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieser kleine Ausschnitt von einem Sonntag in Athen mit Manolis Glessos. Allen, die mir das ermöglicht haben, einen recht herzlichen Dank und bis demnächst in Griechenland. Tschüss. Solito replay, fatto distante, disposto a ripetersi ancora.